Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband mit dem Floris Mod. Ja, wir sind das letzte Mal hier am Banditenjagen gewesen und jetzt weiß ich ganz nicht ganz genau, ob wir irgendwas. Wollten wir doch einen aufhalten. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe eben mehrere Parts auf einmal aufgenommen, die letzten Parts. Aber ja, wir werden sicher irgendwas Ding, also haben wir denn eine Quest? Die ist ja immer noch nicht Ding. Und die ist ja sowieso in 5 Tagen weg, weil wir die ja nicht fertig machen wollen, weil wir jetzt mit Rodok Krieg haben. So, irgendwo Tospa. Ja, das nehmen wir jetzt mal an. Das sind 2600, das sind ungefähr 400 mehr. Nehmen wir an. So, dann schauen wir mal kurz. Ah, da ist Tospa. Okay. Charakter. Ja, wir haben bald noch ein Level up. Gut. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir noch machen sollen. Aber Führungskraft unbedingt ausbauen. Vorratshaltung. Und Schlagkraft ausbauen. Inventar. 14.000 haben wir jetzt. Gut. Sachen könnten wir noch verkaufen. In dir möchte ich es nicht verkaufen. Ich möchte es irgendwo hin. In Ding wahrscheinlich wieder. Wir müssen zum König nach Praven. Genau. Gut, dann gehen wir noch nächstes Mal nach Kelradian. Wo ist denn Kelradian? Kelradian ist wo? Ah, das ist die Burg. Ah, so sieht man es nicht ganz, deshalb. Ja, die wird belagert. Komm, helft mir mal. Ja, okay, dann wird die Burg halt eingenommen. Hilft mir doch mal. Okay, sie nehmen die Burg ein. Das ist unmöglich. Das sind 557 Soldaten. Wie sollen wir das schaffen? Und wo ist, wenn wir es mal brauchen, die Ding? Wenn wir es mal brauchen, wo sind die Marschalle und König? Hä? Och je, verlieren wir jetzt schon wieder ein Land. So ein Kack. Wir haben ein geteiltes Land. Wenn jetzt noch Suzka eingenommen wird und der Dechios, dann haben wir hier ein geteiltes Land. Dann haben wir nur noch Thielbart hier hinten. Das müssen wir einfach aufhalten können. Wir gehen jetzt hier weg. Wir waren nicht hier. Ah, der König ist sogar noch hier. Gut, das ist sehr gut. Jetzt haben die Nords mal ein bisschen mehr Krieg. So. Habt ihr Aufgaben? Na, ich kann die nicht erledigen. Jetzt lasst doch mal mit dieser ganze Zeit werden Ding. Ah, das ist immer die gleiche. Wo ist der Marschall? Der Marschall ist da. Der ist hier. Tredian, ja. Genau, sie nimmt die Burg nicht ein. Sie nehmen die Burg nicht ein. Sie nehmen die Burg nicht ein. Yes. So cool. Kommt. Ich habe Leckereien. Hier. Ich habe Leckereien. Ja, sie haben die Burg gefällt. Sehr schön. Gut. Also das ist mal das Genialste. Habt ihr das gesehen, wie die abgehauen sind, also nicht abgehauen, sie sind aus der Burg gegangen und haben die Armeen angegriffen und dann mich. Und okay, es ist nichts Schlimmes passiert. Gut. Tredian. Kenne ich euch?
Mein Name lautet Monika Basse. Ich hörte, ihr habt diesen Hund Hersi Eric bekämpft und besiegt. Ah, hätte ich ihn doch nur um Gnade winseln gehört. Habt ihr Aufgaben? Ja, das nehme ich an. So. Die Quest nehme ich, mache ich. Aber werde ich noch für... Oh, da sind die Banditen wieder. Ach, schade, er hat mich verarscht. Ja, habt ihr Aufgaben? Nein, das nehme ich auch nicht an. Ich bin kein Ausbilder. Oh Gott. Nein, helft mir, helft mir. Gut, so will ich das machen. Kleine Feindtruppe in Uxa, das ist auch nicht so gut. So, wir lassen ihn anzugreifen, weil er kann schon ein paar... verlieren. Wir gehen einfach mal mit. Ah, daneben. Ja, so können wir nicht gut. Schwert ablegen, Schild ablegen. Angreifen. Die Reiter sind weg, weil die Reiter machen viel Schaden an den Nahkämpfen. Die haben Bauern in der Truppe wahrscheinlich, deshalb haben sie viele Einheiten. Ach Mann. Hä? Gut. Mann, alle Gruppen greifen mich an natürlich. Oh, Level up. Sehr schön. Ich will hier noch diesen angreifen. Daneben. Haha, One Hit. Da drüben ist noch einer. Sehr schön. Schade, dass man nicht schneller laufen kann. Ich kann ja mal treten. Mann, ich bin Karate Man. Yes. Tony Cha in Ong Bak 4. Yes, yes. Usch, 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 usch. Utz, utz, utz. So. Einen Scharfschützen ist gestorben worden. Die sind aber nicht so gut. Also Schützin. Eine Frau ist gestorben. Oh. Danke für eure Hilfe, Fremde. Wir wurden einander noch nicht angemessen vorgestellt, oder? Logasson, ist das nicht ein... Der ist wahrscheinlich rübergewechselt von Nord. Mein Name lautet Monika Basser. Schön, euch zu sehen, Monika Basser. Ich bin Hersir Consensio Loga. Ja, Hensir, das sind wahrscheinlich die Nords. Danke für eure Hilfe und ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Sehr schön. So hatte ich schon mal Litz. Capitu Salavini. Und hier so einen. Ich mache es so ausgeglichen wie möglich. Bonus, ein meisterhaft Senlak-Schwert. Sehr schön. Das mache ich hier oben. Einhändig. Sehr schön. Also sehr schön für mich nicht, aber für jemand anders. Und der Rest muss ich gar nicht mitnehmen. Die sind so wenig wert. Gut. Einige Soldaten können befördert werden. Weibsbilder. Hospitalfrau. Und Charakter. Mache ich wieder auf Kreuzma. Ja, dann mache ich Gefangenenhandhabung. Erhöht die Maximalanzahl der Gefangenen? Nein. Überzeugungskraft. Nein, dann mache ich Schlagkraft. Ich brauche noch ein bisschen mehr Schlagkraft, ein bisschen mehr Wumms. So. Dann mache ich zuerst ein bisschen mehr im Kampf, weil wir auch nicht so viele Truppen brauchen. Und was haben jetzt die Falschen angegriffen? Hä? Lol, wir haben die Falschen angegriffen. Okay, selber schuld. Wieso ist das Spiel so... Ey, wenn ich Dinge allierte,
Dann bin ich doch bei den Swadien. Ich habe doch Alerten geklickt, oder? Ja, ist mir egal. Ist mir eigentlich egal. Bekomme ich Minus bei Swadien? Ja, es ist egal. Von mir aus kann Swadien halt sterben. Ich habe nicht die blauen Ding. Das muss ich jetzt besser schauen das nächste Mal, wenn ich zwei angreife. Also helfe einem, dass ich den richtigen wähle. Aber das ist auch ein bisschen verbuggt. Ich habe immer das obere gewählt. Ich habe ganz sicher das obere gewählt, oder? Eine Maid. Lösegeldvermittler. So, gib mir noch ein bisschen mehr Geld. Dankeschön. Nur 60 hat ein Zwalatische Miliz gegeben. Nein, nicht Arena. Oh. Okay, es wird lange Zeit. Ja, auf Wiedersehen. Dass man nicht direkt verlassen kann, ist auch ein bisschen schlecht vom Spiel. Also das lasse ich mal. So. Eben da oben brauchen wir Brot. Dann machen wir das hier runter. So. Und hier unten können wir alles verkaufen. Wie weit ist... 29, die lassen wir mal. Okay, ab hier lassen wir es mal. Dann muss einer von den anderen dann noch, oh, wollen wir ein Kreuzschwert? Genau, wir kaufen das. Wir geben unser Geld mal aus, also die Hälfte haben wir dann noch. So, wir nehmen das mal, das ist sehr gut, das hat plus 3 Schwingen, plus 3 Stechen, plus 3 Geschwindigkeit. Das ist schon fast zu gut und zu teuer, ja. So, dann noch Brot. Ja, das ist billiges Brot, okay. So, wir brauchen eben wieder Nahrung für die anderen Dinge. So, dann rüsten wir es aus. Dann haben wir dieses... Müssen wir dieses Schwert nicht mehr... Okay, dann können wir das Schwert auch ablegen. So, das Schwert ist hier. Das gebe ich dann einem der... guten Ding, zum Beispiel hier diese. Hm, hast du einen besseren Bogen? So. Und eben kannst du nicht benutzen. Okay, dann lass das mal auch mit dem Schild. Nisa ist ein Bogenschütze, der ist Bogenschütze, das ist Bogenschützen. Die hier hat ja gar noch nichts. Ein 26er Schwert. Nimmt das 32er. Und mein Schild. So. 22er. Dann machst du 30er. Und 17er. Ja. So. Gut. 32, 36. Dann nimm du das. So. Mein altes Schwert. Gut. Wir sind gut drin, wir sind sehr gut drin. Jetzt haben wir eine fette, fette Waffe. Nächstes Turnier mache ich mit. Das habe ich schon mal gespeichert. Ja, das können wir auch mal überspeichern. Nords geholfen. So. Voll peinlich irgendwie. Nun gut. So, als nächstes. Delina, was war das? Herr Sidirigun, nicht wahr? Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ich bringe eine Botschaft von Graf Tredian. Ach, lass mal sehen. Okay, Graf Tredian ist von 0 auf 1 gestiegen und Deliat ist von 1 auf 2 gestiegen. Neue Beziehung. Wohlan, ihr habt gut getan, Monika Basler. Mir diese Botschaft zu überbringen. Nehmt mein Siegel als Zeichen, dass ich sie erhalten habe und grüßt Graf Tredian für mich, wenn ihr ihn seht. Habt ihr Aufgaben? Das ist so eine Quest, wo man, ja. Ähm,
Nein, kann ich nicht. Die machen wir dann später, solche Quests. So, jetzt gehen wir nach Suno, weil wir dort ja ein bisschen Beziehung aufbauen sollen. Wir gehen hier über den Wald, weil wir Banditenlager wollen doch finden. Das Banditenlager wollen wir doch finden und ausplündern. Gut. Dann schauen wir mal. Ah, Rodok und Swadin, sehr schön. Ja, jetzt ist wieder gut. Der wollte mich schon angreifen. So, Wege wurden in Schlacht besiegt, okay. Burg Kaleration wird nicht mehr länger Ding. Also hier ungefähr sind die Banditen immer die ganze Zeit. Da muss doch das irgendwo hier im Wald sein, das Banditenlager. Hier sind auch, also da muss es. Ja, hier ist es. Gut. Sehr schön. Versteck angreifen als erstes. Und schaut euch mal unser Schwert an. Ist es nicht genial? Oh, schaut mal unten die Klinge an. Geniales Schwert. Da haben wir gut getan, das zu kaufen. Eben ein Schwert sollte man immer kaufen oder eine Axt. Weil die sind so extrem OP stark auch in diesem Mod. Seht ihr? Hä? Was sag ich da? Hä? Was sag ich da? Boah, ich verliere viel. Es ist sehr langsam, das Schwert. Deshalb hatte ich jetzt gerade ein paar Problemchen. Da oben macht ihr, ich mach mal da hinten. Da spawnen nämlich noch mehr nach einiger Zeit. Hinter euch ist da einer noch oben. Ja, genau. Sehr schön. Und hier, ja, oh, pff, der trifft uns. Oh, der ist sehr stark. Wir haben lebendig Leben. Der ist sehr stark. Aber wir haben ihn besiegt. Da kommen aber noch mehr raus. Scheiße, wir verlieren das noch. Schaut euch das einmal an in den Hals. Rolf ist auch tot. Ah, was haben wir für schwache Einheiten mitgenommen? Ja, der andere ist auch tot. Es ist nur noch sie. Ja. Das sind so viele Banditen. Wieso sind so viele Banditen hier? Muss mich konzentrieren. Nein. Schaffen wir nicht. Okay, dann werden wir sie später angreifen. Das ist schlimm genug. Boah, boah, ich ein Ding. Meine Dings sind noch so schwach, meine Einheiten. Wir hätten sie so getötet, aber habt ihr ja gesehen, da waren ganz viele noch drin und die haben gut Verstärkung bekommen. Nein, das ist mit 5 Leuten ist das nicht zu machen. Deshalb, ja, habe ich jetzt neu geladen. Sonst hätte ich es nicht neu geladen. Also machen wir das nicht. Wir rüsten die Leute noch besser aus, zum Beispiel der Rolf. Wenn du bitte bei uns bleibst und nicht abhaust nach einiger Zeit, kann ich dir ein gutes Schwert geben. Er hat ja etwas Gutes, ein Schild hat er nicht, aber er hat noch nicht Schild. Ja, er braucht ein Schild unbedingt da noch. Der Manik geht ja auch. Der Borcher. Du kannst auch kein Schild tragen, ja. Dann nimm doch du das Zweihandschwert. Ja, kannst es auch nicht tragen.
Ah, oh, die sind zu schwach. Von mir an ein Helm. Kannst du den 30er Helm haben? Von mir aus. Und dieses Wams kann er auch nicht tragen. Dieses auch nicht. Ja, also. Aber jetzt bist du gut ausgerüstet. Dann mache ich lieber hier eine der guten Kämpfer nach oben. Der Schwani mache ich nach oben. Und der Rolf runter. Nein, nicht der Rolf. Der Manit mache ich runter. So, dafür noch Ottwar nach oben. So. Aber eben, jetzt wo sie gut bewacht ist, das Banditenlager, werden wir es nicht angreifen, erst gleich später. Vielleicht in einem der nächsten Parts. So, Tredian ist wieder hier. Den möchte ich kurz ansprechen wegen der Belohnung. Ah nein, das ist die Quest. Ja. Nein, es gibt keine Belohnung vom anderen. Was ist jetzt Ding nicht? Diplomatie. Ist jetzt nicht Frieden. Ja, es ist noch nicht Frieden hier. Vorhin hat es gleich Frieden gemacht. Ach, schade, von mir aus. Und die Quest, der Bug ist immer noch da. Vom Begleiter, der einfach in der Ding mitkommt. Meine dämliche Entschuldigung, in diesem verrauchten, dunklen Taverne ist es manchmal schwierig, die Leute zu erkennen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich solch einen Ort zu meiner Bleibe machen muss. Ich war der älteste Sohn meines Vaters und sein Erbe, aber meine Mutter starb und mein Vater nahm sich eine neue Frau. Seine neue Gattin war der Ansicht, dass ihr Sohn das Erbe antreten sollte. Sie konnte nicht offen genug mich engagieren, agieren, aber eines Tages gab ich einem meiner Hunde eine Schüssel Talg, die man für mich übrig gelassen hatte, und er fiel tot um. Ich klage meine Stiefmutter an, aber mein Vater hexte von ihr dunklen Künsten, wollte mir nicht glauben und befahl mir, ihm aus den Augen zu gehen. Ich hoffe, mein Schwert einen nötigen Hauptmann anbieten zu können, da es neben dem Besitz eigener Ländereien der einzig ehrenvolle Berufsstand für einen Mann von meiner Geburt ist. Aber bis dahin bin ich dazu verdammt, mein Lager unter Dieben, vagabunden Kaufleuten und den ganzen anderen Gesocks der Straße aufzuschlagen. Vielleicht würdet ihr euch gerne für eine Weile meine Kompanie anschließen. Das finde ich sehr annehmbar, meine Dame. Ich bin ein Ehrenmann und sehe es vor, mit Schwert und Lanze zu kämpfen. Ich sehe, dass ihr von niedriger Geburt seid, also ich doch, es beschämt mich nicht, unter einem erfahrenen Hauptmann zu dienen. Vielleicht nur unter der Voraussetzung, dass mir euer Gefolgschaft nicht zu nahe rückt. Ich nehme an, dass ich das kein Problem sein wird. Na klar. 300 gebe ich dir auch, so. Trossfrau. Landsknecht Komturritter. Wie kosten die 4.600? Ja. Nun gut. Langer Pelmut Claymore. Okay, das wär sogar besser hier gewesen. Aber auch ein bisschen teuer. Ein Schild für nun gut, ist nicht so gut. Nein. Was habe ich? Ich habe doch gar nichts verkauft, oder? Ah doch, diese kleine Dingschuhe oder was das war. Ja. Oh, gehörende Helm dick. Ja, aber schaut mal an, schon 6.800 für nur einen Helm. Nein, nein. Dann lieber das Hoftracht. Oh, das ist teuer. Oh, das kann ich doch nicht haben. Die wären gut. Aber es ist nicht so gut, weil das wahrscheinlich mittlere Rüstung ist und das leichte Rüstung, ja. Es ist nicht so gut. Gildenmeister, ich brauche einen Auftrag, damit ich hier ein bisschen über das Null komme.
Ja, das mache ich. Die werde ich schon finden. Laufe ich einfach ein bisschen rum. Dann suchen wir mal die Waldbanditen. Die müssen irgendwo hier sein. Ach komm, Waldbanditen, wo seid ihr? Okay, die sind nicht hier. Die müssen irgendwo in der Nähe sein. 13, das ist ein Ding. Die können wir nicht retten. Da ist das etwas entlang gegangen. Hier irgendwo. Da drüber. Hä? 9 Stunden, Truppgröße 13, das könnte es sein. Und jetzt? Ah, das waren wahrscheinlich die Karawanen. Dann gehen wir mal hier rüber. So, haben noch ein bisschen Zeit für diesen Part. Mal schauen. Windcourt ist da oben irgendwo, gell? Windcourt. Wo ist Fincourt? Ah, da unten. Okay, relativ viel. Hallos. Faye Mac, bist du oben? Dann möchte ich kurz schauen, wo das ist. Faye Mac. Da, Faye Mac. Gut. Wir werden das schon finden da, aber das ist noch ein bisschen schwerer zu finden. Entschuldigt, Hartmann, es gibt da etwas, das ich euch sagen muss. Ich habe die Nase voll von diesen elenden, lebendlosen Kriegsführungen, davon Männer durch Furcht, Gier, Lust und hunderten anderen sind von rechten Pfad abkommen zu sehen. Ich habe meine Börse und gut, dann geht er ins Vegas. Die wollten mir sowieso immer ab. Willkommen. Aber das war ja die. Ja. Ah nein, das ist dort. Ja. Chimma, du gehst runter. Manit und Chimma, die machen hier unten, damit wir der Oberst die nicht haben muss. Ja, es war die Bogenschützen. Egal. Nicht Praven angreifen, ihr Schweine, ihr Hunde, ihr Idioten. Ach man, König, wieso bist du jetzt im Nordlanden oben, wenn wir hier angegriffen werden? Wir verlieren Praven, ihr müsst schauen. Wir verlieren Praven. Ja, von mir aus. Verdammt! Kommt jetzt mal, Leute! Hallo! Also, solche schlechte KI. Die KI ist wirklich am schlimmsten. Ja, von mir aus. Feindlicher Mega, du. Na klar! Wo seid ihr? Hallo! Marshall! Ich kann das nicht alleine verteidigen. Das sind so Idioten. Also, Swatin wird untergehen, das müsst ihr sehen. Ich kann nur aufhalten. Ich kann sie nur ein bisschen aufhalten, dass sie nicht sterben. Aber verteidigen kann ich die niemals. Kommt jetzt? Wie weit seid ihr weg? Ja. Okay, Praven haben wir verloren. Von mir aus. Also dann sage ich mal tschüss, Leute. Im nächsten Part geht's weiter hier bei der Haltung von Praven. Tschüss.